100%. Naja, jedenfalls. Was machst du denn hier eigentlich? Wie bist du denn da hingekommen? Hallo? Ja, geh doch mal nach unten, bitte. Nee, halt, das ist falsch. Nein, das ist falsch. Nein, du bleibst da drinnen. Und gehst bitte. Nein, ich muss nach unten. Hallo? Du sollst nach unten gehen. Och, doofes Vieh. Kann ich denn jetzt? Ach nein. Na, geht doch. Danke, dass du ihn betätigt hast. Den Schalter. Du bleibst das mal bitte da drinnen. Und was macht Luna eigentlich hier oben? Du sollst nicht hier oben sein. Vorerst erstmal nicht. Komm her. So. Ach, warte, wo bin ich denn jetzt gelandet? Was ist das denn? Ach, das ist eine Lehrmaschine. Ah, okay. Wie kann man den Viechern Sachen beibringen? Nimm du mal bitte das Ding hier weg. So, danke. Genau, und du gehst jetzt dahin. Wie kommst du jetzt nach unten? Ja, toll, ne? Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Jetzt muss ich mal gucken. Recycler, ich so viel. Ah, hier. Nee. Oder? Nee, da geht's doch nur noch oben. Ein bisschen erinnert mich die Musik irgendwie ans Bohr, wenn ich ehrlich bin. Nee, es geht doch nur nach oben. Ach, egal, solange du hier rumläufst. Was macht eigentlich Tidos? Wo ist eigentlich Tidos? Was machst du denn hier oben? Ach, solange die hier keinen Scheiße produzieren und mir irgendwie in den Grenzen reinlaufen, ist mir das recht. Ja. Eigentlich würde ich ja gerne noch ein bisschen die Welt herkunden mit euch. Also, ja, wie gesagt, hier bei den Piranhas, wenn da einer von unseren Leuten reinfällt, ist er tot. Das haben wir ja bestimmt gesehen. Was ist das denn hier? Hier komme ich nicht. Okay. Ein Teleporter scheint das zu sein oder so. Hm. Ich wüsste jetzt gerne. Nee, hier geht es nur zum Nornhaus. Ah, hier. Das ist anscheinend das der Hauptgang oder so. So wie es aussieht. Das ist eine Käsemaschine. Und das ist die Brücke. Hm. Das sieht jedenfalls so aus wie die Brücke. Und ah! Jetzt weiß ich auch, was das für Dinger sind. Das sind Wachdinger. Wach. Na, halt. Kameras. So, nachher gibt es noch ein Wüstengebiet und noch ein Meeresgebiet, wie es aussieht. Wüstengebiet. Ja, Wüstengebiet, Brücke. Und dann gibt es noch ein Wassergebiet. Und mehr gibt es nicht. Obwohl, das ist Erzeugereffizienz. Was? Spleißereffizienz. Mhm. Und das ist anscheinend, ja, Wasser. Aha. Das ist interessant. Eigentlich schon für Creatures 3 ist das eigentlich schon eine recht große Welt. Was macht die eigentlich gerade? Ja, die Norns, ja, wird man inzwischen schon gemerkt haben. Und jetzt haben sie angelockt, indem ich das gespielt habe. Die haben ungefähr ein Selbstständigkeitslevel von die Sims von 100, 250% oder so. Die machen nämlich größtenteils alles selber und dem muss man alles beibringen. Beispiel, einen Scheiß, den sie nicht machen sollen, aber momentan machen sie irgendwie keinen Scheiß. Außer, dass sie immer zu hoch und runter fahren, das macht denen anscheinend Spaß. Und, achso, mit oben nach unten kann ich auch. Ah, okay. Yuna Gun. Oder Grenade, keine Ahnung, wie es auch gesprochen wird. Irgendwie macht es den gerade Spaß, irgendwie nach oben und unten zu fahren. ja, momentan ist einfach noch nicht viel erreicht in der Aufnahmephase irgendwie. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich den Norns was beibringe. Und mit den ganzen Sachen, die kann ich irgendwie nicht allzu viel anfangen. Was ist das denn für ein Teil? Norn, komisches Vieh. Das ist der Kinder, glaube ich. Und also wenn das Vieh hier unsere Viecher vergiftet, dann
sterben die nach einer Zeit und das ist dann weniger toll. Sag mal so. Ihr fahrt ja immer noch umher. Das macht denen ja echt anscheinend Spaß. Leute. Na, oh, Juna! Mann! Komm. Komm runter, du sollst runter. Ja, jetzt schläft der andere, im Aufzug. Super. Komm. Oh, jetzt kann ich dich nicht wecken. Scheiße. Ey, 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 ey. Nein, Tilos. Ganz böser Tilos. Ganz böser Tilos. Das lässt du mal bleiben, bitte. Denn du gehst jetzt erstmal wieder nach unten. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie hochgekommen sind, aber. Ach so. Ach nee, halt. Wie sind die noch rumgekommen? Hier geht's zum Recycler. Was ist eigentlich das? Naja. Ach so. Das ist ein schöner Aufzug, oder wie? Also, er hat schon wieder Hunger. Na, wo ist denn Juna? Juna ist da. Du solltest eigentlich nach unten. Jetzt kann ich das Ding nicht betätigen. Ja, super. Ach, da musst du halt so nach unten. Hoffentlich nimmt die keinen Schaden dadurch. Worte! Was macht denn der Alter da? Wow. Hoffentlich nimmt die keinen Schaden dadurch. Worte, was war das denn jetzt? Naja, gehen wir nach unten. Das läuft da unten auch schon wieder rum. Warum ich irgendwie keinen Schaden dadurch? Ansonsten. Naja. So. Gut, ich will den nämlich. Lass das bleiben. Lass das. Nein. Ja, und du benutzt schon wieder. Nein. 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 Wenn ich den Klaps auf Hintern für. Das macht man nicht. Voll aus. Du gehst nicht ohne meine Erlaubnis an den Fahrstuhl. Hast du das kapiert inzwischen, bitte? Das Problem ist nur, wenn man dich so aufklappst, dann könnt ihr auch irgendwann Gesundheit verlieren und sterben. Deswegen sollte man das nicht unbedingt machen. Oh, bekommen denn das zum Beispiel. Ach, das ist schon ein Kind geworden. Na gut, hat man irgendwie gerade nicht die. Das ist brav, das darfst du machen. Und du. Du könntest eigentlich wieder schlafen gehen. Oder so. Ja, ich glaube, wir machen auch erstmal Schluss hier. Weil momentan bei denen nicht halt viel, was ich machen sollte. Außer irgendwie abzuwarten oder so. Naja, gut, wir sehen uns dann. Lass uns mal bei. Bleibst du hier? Bleibst du hier? So, jetzt. Lass uns mal bei Let's Play Creatures 3. Auf Wiedersehen.